Ich dachte, Sie wären ein Engel. Sie sind nicht tot. Nein. Ich erinnere mich, so ein großer Kerl hat zugeschlagen und getreten, immer wieder. Ich muss jetzt so aussehen wie Sie. Sie sehen lange nicht so schlimm aus wie ich. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Sie sind die Frau, die die beiden Cowboys zugerichtet haben, oder? Meine Partner, Ned und Kit, sind die noch da? Die sind auf Fährtensuche gegangen, als sie gesehen haben, dass ihr Fieber nachließ. Fährtensuche? Draußen auf der Party. Sie suchen nach den beiden. Wie lange bin ich schon hier? 3 Tage. Sind Sie hungrig, oder? 3 Tage? Ich schätze, dann bin ich hungrig. Ich dachte, ich wäre tot. Normalerweise würde ich keinen Blick auf ein Hochland wie das verschwenden. Bäume, aber jetzt sehe ich es gern. Ich dachte, ich sterbe ganz sicher. Ich bringe Ihren Hut. Sie haben ihn unten bei Greeleys gelassen. Danke. Dieser Sheriff, sucht er noch nach mir? Little Bill? Nein, er denkt, Sie sind nach Süden gegangen. Erschießen Sie wirklich die beiden Cowboys? Ja, die Belohnung gibt's doch immer noch, oder? Die beiden anderen, Ihre Freunde, die haben sich schon einen Vorschuss darauf genommen. Ein Vorschuss? Freinummern. Freinummern? Alice und Silky haben's ihnen umsonst gemacht. Verstehe. Wollen Sie auch eine freie Nummer? Nein, ich denke nicht. Ich hatte nicht gemeint mit mir. Ich meinte, Alice und Silky würden es gerne tun. Wenn Sie wollen, dann werden Sie es Ihnen umsonst machen. Das hatte ich gemeint. Verstehen Sie mich richtig? Ich wollte damit nicht sagen, das hat irgendwas mit den Narben in Ihrem Gesicht zu tun. Und was ich beim Aufwachen gesagt habe, dass Sie so aussehen wie ich, das ist nicht wahr. Sie sind nicht so hässlich wie ich. Es ist nur so, dass wir beide so zerschnitten sind. Sie sind eine wunderschöne Frau und wenn ich es wollte, dann würde ich es lieber mit Ihnen wollen als mit den anderen zwei. Es ist nur so, ich kann es nicht, wissen Sie, wegen meiner Frau. Ihre Frau? Ja, verstehen Sie das? Ich bewundere Sie für Ihre Treue zu Ihrer Frau. Ich kannte viele verheiratete Männer. Die waren es nicht. Tja, das glaube ich. Ist sie bei Ihnen zu Hause in Kansas? Ja. Ja, sie passt dort auf unsere beiden Kinder auf.